FPV Skydive ist ein kostenloser Flugsimulator für PC und Mac. Einfach installieren und spielen. Ich verwende hier die Beta FPV Leitradio 3 Funke. Diese wird im ausgeschalteten Zustand an USB vom Laptop angeschlossen und schon bin ich fertig für den Flugsimulator. Der Simulator geht sogar in deutsche Sprache. Dies wird unter Settings gemacht. Ich kalibriere zuerst den Joystick. Hier teste ich, ob Gashebel, Yaw, Pitch und Roll funktioniert. Und als Motor an und aus benutze ich hier den SA-Schalter. Fertig. Das Besondere für Anfänger ist hier der Trainingsbereich, also Ausbildung. Zuerst lernt man mit dem Gashebel umzugehen. Man versucht in dem grünen Bereich zu bleiben. Für 10 Sekunden. Fertig. Nächster Schritt ist das Drehen der Drohne, also Yaw, links und rechts. Also dreht man sich 360 Grad in eine nach rechts, bis man OK bekommt. Und jetzt noch 360 Grad nach links. Okay, so jetzt kennt man beide Bewegungen, Gas geben und Yaw nach links und rechts. Die Übung ist jetzt, mit dem Gashebel in der Luft zu bleiben und nach rechts eine Drehung machen und auf einer Höhe zu bleiben, ohne jetzt die Höhe zu verlieren. Schafft man das noch einmal nach rechts, dann macht man das einmal nach links. Fertig. So, jetzt lernt man Neigung der Drohne, also den Pitch. So, jetzt soll man einen Vorwärtsflip machen, also Frontflip, um 360 Grad. Einmal gemacht. Und rückwärts. Backflip. So, jetzt übt man mit dem Pitch vorwärts zu fliegen. Gas auf eine bestimmte Höhe. Und einfach geradeaus fliegen. Und mit dem Pitch die Geschwindigkeit einstellen und dabei mit Gas nachhelfen. Fertig. So, nächster Punkt ist, ein Roll zu machen, also links und rechts. Jetzt machen wir eine Rechtsrolle und eine Linksrolle. Alles klar. Und jetzt das gleiche mit Gas und links und rechts kippen. So, jetzt halte ich mich auf eine Höhe und kippe jetzt nach rechts, bis ich hier diesen grünen Punkt, den grünen Strich erreicht habe. Fertig, erreicht. Und jetzt nach links rollen. Schneller, langsamer, fertig. Jetzt lernt man die Flugmodus, also Aircrew, den stabilisierten Modus, Engel und Horizon. Also ein stabilisierter Modus mit einer Möglichkeit, Flips zu machen. Ja, ich kann geradeaus fliegen, wenn ich nach links fliege, dann muss ich immer ein bisschen hier nach mitkippen. Nach rechts fliege, dann muss ich auch ein bisschen hier, nach rechts muss ich auch hier ein bisschen kippen. Mit dem rechten Daumen. Vorwärts fliegen, hier mit dem Pitch. So, jetzt habe ich den Modus stabilisiert. Das heißt, wenn ich mal nach rechts kippe und loslasse, das ist der stabilisierte Modus, also Engel. Und jetzt habe ich Horizon-Modus.
Da hat sich in erster Linie nichts geändert, aber ich kann jetzt ein Roll machen und loslassen, wenn ich nicht weiß, was passiert ist. Und das war der Training. Und jetzt lerne ich direkt den ersten Flug und da fliege ich entlang dem Streifen und dem grünen Punkt. Und das war's. Und jetzt kann ich richtig fliegen. Mache ich ein bisschen Freestyle und kann hier einfach loslegen. Also Motor an, Gas geben. Jetzt kann ich hier einfach so fliegen. Durchfliegen. Ich finde den Flugsimulator toll. Man lernt hier die Grundfunktionen vom Fliegen. Und wenn man hier gut fliegt, dann kann man garantiert draußen mit einer echten Drohne wunderbar fliegen. Ich spiele am liebsten Lift Off. Der Flugsimulator kostet 19,90 € und funktioniert auch unter Windows und Macintosh. Das Spiel funktioniert deutlich besser und macht viel mehr Spaß beim Fliegen. Bei Lift-Off kann man die Bett-FPV, Leitradio-3-Funker auch sehr einfach einstellen. Da geht man unter Options. Hier wird automatisch der Bett-FPV-Joystick erkannt und ich beginne es zu kalibrieren. Pitch, Roll und Yo. Das war's. Also viel Spaß beim Fliegen.